Kameradinnen und Kameraden, ich begrüße euch recht herzlich und wir bedanken uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir ehren unsere Toten, auch wenn der Speier und der Spötter lacht und das vielleicht nicht in das amtliche Geschäft passt. Ja? Kameradinnen und Kameraden, wir grüßen euch in der großen und in der ewigen Armee. Dahinter uns sind 100.000 deutsche Soldaten elend umgekommen. Und aus diesem Grunde treffen wir uns hier zweimal im Jahr, um unseren Toten zu gedenken. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir mit angeblicher deutscher Schuld, deutschen Verbrechen Tag für Tag regelrecht bombardiert werden, während das echte Verbrechen die Deutschen und dem deutschen Volk angetan worden von der mit Recht so bezeichneten Lügenpresse verschwiegen werden. Das zu durchbrechen, dieses Schweigen, dieses Totschweigen der Verbrechen am deutschen Volk, dies zu tun, dies zu durchbrechen, deshalb sind wir heute hier. Man darf diese Dinge nicht unter den Teppich kehren. Und ein Volk, was sich auf diese Art und Weise nicht um seine, das hat mal übrigens de Gaulle gesagt hat, Soldaten kümmert, ist ein schwaches Volk und geht unter. Es gab natürlich viele Dinge, die dazu beitrugen, dass die Deutschen nicht wagten zu rebellieren. Und ich versuche jetzt mal einen Weg mit Ihnen zu gehen, damit Ihnen klar wird, wie das ausgesehen haben könnte. Meinen Mitstreiter im revisionistischen Kampf, Henry Hafenmeier. Henry Hafenmeier hat heute ganz frisch ein Grußwort an uns übersandt bekommen. Ein Grußwort von Horst Mahler aus seinem politischen Exil. Henry. Liebe Versammelte, liebe Gedenkenden, ja, liebe Anwesenden, Freund oder Feind, wenn wir von den Toten in den Rheinwiesen sprechen, dürfen wir auch nicht vergessen, dass in derselben Zeit und auch noch lange Zeit danach viele, viele Opfer auch von unseren Flüchtlingen herrühren, die also vertrieben wurden aus ihren angestammten Gebieten, aus ihrer Heimat. Es wurde eben schon von Herrn Bode angesprochen. Aber ich bin mir sicher, dass ein großes Aufwachen durchs deutsche Volk geht. Und noch gehen wird. Denn dieses Volk, es darf nicht untergehen. In ganz Europa und der ehemaligen UdSSR gab es Mord, Vergewaltigungen, Folter und Vertreibung im 20. Jahrhundert. Mehr als 70 Jahre Hetze, Erniedrigung und Umerziehung in der ganzen Welt hören immer noch nicht auf. Es kann doch nicht sein, dass die Lüge für ewig diese Welt regiert. Sie wird diese Welt nicht für immer regieren, diese Lüge. Sie ist dabei zu zerbrechen. Und was wir jetzt erleben, ist eben der Abwehrkampf der Lügner, weil sie wissen, dass ihre Zeit zu Ende ist. Liebe Freunde, liebe Mitkämpfer, ich stamme aus Russland, und zwar aus Sibirien. Ich bin geboren in einem Grundhäuschen, die deutsche Kriegsgefangene gebaut haben für meine Eltern. Deswegen habe ich besondere Gefühle zu ihnen. Und wenn ich dieses Denkmal ansehe, dann verstehe ich, dass die Lüge ist immer noch da. Denn die Lüge muss fallen, damit das deutsche Volk frei sein wird, frei sein kann und damit die Ehre und das Andenken derer, die hier hinter uns liegen, in deutscher Erde unerkannt und alle anderen,
die für Deutschland und das deutsche Volk ihr Leben gaben, dass deren Seelenfrieden hergestellt werden kann. Meine Damen und Herren, Kameraden, die Ermordung der deutschen Kriegsgefangenen in diesen Lagern war nur ein Teil in einem größeren Rahmen. Und ich möchte Ihnen ganz sachlich darüber jetzt ein paar Informationen geben. Wenn ein Krieg ausbricht, behauptet jeder, der andere sei schuld. Liebe Freunde, der 8. Mai ist ein Tag, an dem wir ernst sind, erinnern und trauern. Aber es soll nicht nur ein solcher Tag sein. Es soll ein Tag sein, der uns Kraft gibt und Mut, um die Worte, die hier heute gesprochen worden sind, nach außen zu tragen. Unsere Kinder bekommen schon seit Generationen beigebracht, der 8. Mai ist ein Tag der Befreiung. Der 8. Mai ist ein Tag, in dem Deutschland wieder frei war oder frei ist. Aber man befreit nicht, indem man raubt, vergewaltigt und mordet. Und genau das ist es, dass wir unseren Kindern immer wieder sagen müssen. Wir müssen uns gegen diese falsche Geschichtsschreibung stellen. Wir sind hier in den Rheinwiesen. Und ich weiß erst von den Rheinwiesen seit ungefähr 8 Jahren. Ich weiß nicht, ob das absichtlich sehr, sehr verborgen wurde, aber Verbrecher im Allgemeinen mögen ihre Verbrechen verbergen. Sie liegen im Westen und Osten. Sie liegen in aller Welt. Und ihre Helme verrosten und Kreuz und Hügel zerfällt. Sie liegen verscharrt und versunken im Massengrab und im Meer. Aber es leben Halunken, die ziehen über sie her. Als die Welt unterging, verstummten die Seelen. Ertönte der Glocke einziger Ton. Sprachlos und stumm, wie die Toten, erstarrten die, die geblieben. Dieses Trauma keiner verwandt. Wir tragen ihre letzten Qualen. Ja, auch du und auch du und auch ich. Als sie den Phosphor abwarfen und unsere Ahnen verbrannten im heißen Licht. All die Kindlein, die Kleinen, so unschuldig und rein, so hungrig und schmutzig, von der Welten Pein. Keine Gnade, oh nein, nicht einmal für sie. Sie sollen brennen wie tollwütig Vieh. Es geht um unsere Toten, es geht nicht nur um die, die durch Bombenhagel ums Leben kamen, sondern eben um die, die nach dem Krieg hier auf grausame Art und Weise ums Leben kamen, die bestialisch ermordet wurden. Wir beklagen alle, die im Kampf stehen, tagtäglich, wie es sein kann, dass es im deutschen Volk, es wird immer von BRD-Bürgern gesprochen, so viele kranke Wesen gibt, die ihr eigenes Volk verleumden, die ihre eigenen Eltern und Großeltern dafür hassen, für etwas, was sie niemals bewiesen bekommen haben, das angeblich geschehen sein soll. Ich muss aber wirklich einmal sagen, dass es nicht hilft, wenn wir dies beklagen, sondern es ist die gleiche Art und Weise, die gleiche Masche, was mit all unseren weißen Brüdern, Amerikanern, Engländern, Kanadiern, aus vielen anderen Ländern Weiße, die in früheren Generationen aus Deutschland ausgewandert sind, aus Europa, viele Franzosen, Spanier und dergleichen. All diese Menschen sind dem gleichen Teufel und den gleichen Lügen erlegen, weit, weit bevor es heute in der BRD unsere Nachfahren oder unsere Kinder an ihnen geschehen ist. Und wenn man verstehen will, wie es möglich war, dass weiße Flugzeugführer Bomben auf Dresden werfen konnten, wenn man verstehen will, wie es möglich war, dass sich Weiße gegenseitig in Schützengräben liegend ums Leben brachten. Und mit dieser Lüge fällt dieses Regime. Ja. Und mit dem Fall dieses Regimes wird Deutschland frei, das deutsche Volk frei sein und wird wieder erstehen. Unser heiliges deutsches Reich.
Ja. Denn nichts kann uns rauben, Liebe und Glauben zu unserem Land. Es zu erhalten und zu gestalten, sind wir gesandt. Mögen wir sterben, unseren Erben gilt dann die Pflicht, es zu erhalten und zu gestalten. Deutschland stirbt nicht!